Hier sind die Gegner, genau. Zack, zack, zack. Zabadam. Und Folterangriff. Du böser Jung, du bist ein böser Jung. Tritt in den Arsch. Und schnipp, schnapp, Kopf ab. Oh fuck, ich sehe nichts, keine Probleme. Yeah. Lass mich durch. Kusimundi! Und jetzt hätte jetzt glaube ich auch die Statue, ja. Muss ja, weil sonst komme ich ja nicht weiter. Und Platin erhalten. Oh, und eine Mondperle, oder wie die Dinge heißen, oder? Zerbrochene Mondperle. Das ist genauso wie mit den Herzen. Was kann ich da aufheben? Achso, die Waffe. Genauso wie mit den Mondherzen. Mit den Hexenherzen. Wenn ich, eine bestimmte Anzahl davon habe und ich dann eine. Ne, ist nicht. Eine bestimmte Anzahl von habe. Und, na komm, hochheben. Und, ach Gott, ich bin irgendwie doof. Ich kann nicht denken. Aber erstmal jetzt, das. Ich muss erstmal rüber. Lass mich erstmal rüber. So. Okay, da kriegt man mehr Hexenanzeige oder so, kann das sein? Ich weiß jetzt nicht ganz genau. Ich weiß es nicht mehr. Müsste sein. Aber ich glaube, jetzt kommt eine ziemlich interessante Cutscene. Die wirklich interessant ist, also das kann man nicht sagen. Wenn ich erstmal hier rein könnte, so. Und bam, Kicks auf. Oh, dieser Hintern! Oh! Just a child? What are you doing running around, Vigrid? You're certainly not dressed in your Sunday best. Yay! Yay! Killing! Zack, bla. Sah dieses kleine Mädchen nicht aus wie Bayonetta? Hust. Nicht wirklich Spoiler, aber ausweichen und Stücke und mit dem Schwert alles versäbeln. Säbel, Schwert. Ah, verdammt, ich bin gleich tot. oh Mann. Ja, und einsetzen. Und ich setze gleich nochmal ein, weil das bringt sowieso nichts. Und stimmt, man kann ja hier selber welche machen. Genau, brauen. 5 und nochmal 5. Genau. Und nochmal 5. Ah, fu. Nein, brauen so.
Und dann habe ich einen grünen Lutscher bekommen. Und dann machen wir nochmal einen kleinen. Und ich hätte jetzt auch Bock auf einen Stärke-Teil. Das ist doch Stärke, ich weiß es nicht mehr. Blutroter Rosenlutscher, ich weiß es nicht, was es ist. Jetzt geh ich einfach mal hin und schau mal nach. Also, das bringt Wort. Nicht B, hallo. Übergehend Angriffskraft einsetzen. Und dann nehme ich nichts. Und zwar das werde ich zuweisen auf hier. Genau, auf da. Das werde ich zuweisen auf hier. Und das wär's mal fürs Erste. Jetzt müsste ich stärker sein. Uah, ausweichen, ausweichen, whoop! Schüppete! Oh, jetzt ist er stinkig. Wow. Wir fliegen. Wie ein Vogel. Wow! Fuck! Breakdance! Wow. Mann, bist du hässlich, kannst du mal weggehen? Nein, ich hab doch X gedrückt! Nee, oder? Ich hab doch X gedrückt! Oh, fuck! Nicht noch einmal! Nicht noch mal alles, das ist ja doof! Nee! Ah, nee, okay. Muss ich noch mal alles machen. X. Da ist ein Megatonne! Genau. Sie ist so stark, dass sie einfach einen riesigen Klumpen Stein durch die Luft schmeißen kann. Und das war schon mit Kapitel 2. Und ich habe mich wieder so doof angestellt, das ist zum Kotzen. Ja, das war ja mal klar, eine Steinauszeichnung, das Schlechteste, was glaube ich geht. Ja, okay. Und Angel Attack! Angel Attack, yay! Ready on fire und Bams! Nein, nein, jawohl. Jawohl. Ah, fuck. Egal, ich habe 45 Punkte. Yay! Nein, nein, nein. Ich musste mich ein bisschen... Was ist denn da alles? Erholen kann ich da trotzdem nichts. Aber jetzt überlege ich gerade was. Ein Lutscher kostet 2000 Ringe. Ein Punkt ist 100 Ringe. Ich habe 45 Punkte, sind 450. Wieso? Das macht ja keinen Sinn. Nö, ich tausche die ein gegen 4500 Ringe. Das macht ja keinen Sinn, weil dann... Bei einem Lutscher kostet 2000. Ich habe jetzt gerade 4500 bekommen. Ein Lutscher kostet aber so beim Arcade, bei Angel Attack 30. Also 3000. Also da macht man ja Verlust. Ich muss mir das mal nachprüfen. Jetzt gehe ich erstmal ins Tor zur Hölle. Tor zur Hölle. Blablabla. So what do you
Das ist eine Anspielung gewesen, das, was er gerade gesagt hat, zu Mad World, wenn ihr das kennt. Die Entwickler Platinum Games, die haben zurzeit Bayonetta entwickelt, Vanquish und Mad World. Und Mad World kam nie nach Deutschland, weil es ein viel zu brutales Spiel war auf der Wii. Also alles, ich sag mal so, es ist schwarz-weiß und noch rot und richtig übertrieben blutig. Und ich hab's nicht gespielt und ich hab's auch nicht wirklich vor, weil mich das ja nicht so interessiert. Und genau das meine ich. Hier kostet ein ganz normaler Kräuterlutscher 2000. Ich hol mir jetzt aber einen Rot-Glühenden Schoss. Kaufen. Und sonst kann ich mir eh nichts holen. Wieder verlassen. Und oh man, dieser Hintern. Ich muss es jedes Mal erwähnen. Kurz abspeichern noch und dann geht's gleich weiter. Ich mach lieber einen neuen Speicherpunkt. Und schaut nicht auf die Zeit. Es war mal so, dass ich die Xbox auf Versehen mal angelassen habe und dann das Spiel lief und normalerweise wird jetzt da stehen eine Stunde oder so. Naja. If I was your child, I'd be an awfully ugly witch, wouldn't I? Yours is a face only a mother could love, and one I could never forget. If only I could remember where from. No quarrel. You're in no position to decide that. See, my infernal partners love my ability to eliminate your kind. I figure your sacrifice would shut them up for a while. Yay! Alles burnt. Toll. Ich weiß schon, wie oft ich hier gestorben bin, weil ich immer in die Lava gefallen bin. Und ich glaube, oh, die brennenden Viecher, die sind scheiße. Da muss man erstmal die Hexenzeit aktivieren. Glaube ich. Mit der nein, fu! Ah, nein! Habra! Komm, greif mich an. Genau, erstmal Hexenzeit aktivieren und dann brennt das Feuer nicht mehr so stark.